Leute, willkommen zu einem weiteren Apex Legends exklusiv Video, präsentiert vom EA Creator Network. Es geht um das Post Malone Event, das Three Strikes Event, und das wird einer der geilsten Events der letzten Jahre, würde ich fest behaupten. Der Modus ist ultra, ultra geil. Auch diesen durfte ich schon testen. Ich habe leider nur ein paar Minuten Gameplay für euch, weil die meisten Spieler sich nur für Stormpoint interessiert haben, logischerweise, weil es ein extrem gigantisches Map-Update war, und das Three Strikes Event war natürlich eine eigene Lobby und es haben die wenigsten dort spielen wollen. Die ersten Stunden, das war sehr schade, deswegen habe ich nur wenig Gameplay, aber dieser Modus ist wahrscheinlich wirklich einer der geilsten Modi, die wir die letzten Jahre hatten, und ich bin sehr, sehr sicher, dass den viele von euch feiern werden. Nächste Woche Dienstag am 7. November geht's los. Es gibt auch eine Menge Skins, die blende ich euch nebenbei hier, während ich hier so quatsche, auch mit ein. Ich zeige euch am Ende des Videos das Gameplay. Wie gesagt, 5 Minuten ungefähr geht das Gameplay, nur erwartet jetzt nicht das High Society Gameplay. Es war doch sehr, sehr anstrengend, hat aber ultra, ultra Laune gemacht. Wie funktioniert dieses Event? Wir haben 3 Leben. Wir starten in eine Runde erstmal ganz normal aus dem Jump Ship. Ich glaube, Stormpoint ist nicht in der Rotation, nur Broken Moon und Olympus. Wie funktioniert's? Sobald wir in einen Gunfight geraten, haben wir, wie gesagt, 3 Leben. Sobald einer von deinen Teammates stirbt, oder gedownt ist besser gesagt, weil sterben ist nicht möglich. Du kannst gedownt werden, du kannst aber nicht ausbluten, du kannst auch von Gegnern nicht runtergeschossen werden, bis du dann letztendlich tot bist. Der Respawn passiert erst, wenn alle 3 Teammates tot sind. Und dann kannst du voll ausgerüstet, so wie du gestorben bist, mit sämtlichen Waffen, Aufsätzen, Munition und so weiter, startest du direkt über dem POI, wo du draufgegangen bist, und kannst direkt wieder rein, den Gegnern den Gar ausmachen. Was ist noch besonders? Und das ist richtig geil. Du revivest innerhalb von circa einer Sekunde. Lifeline ist hier wahrscheinlich extrem effektiv. Drohne raus, hochheben, und du bist so schnell wieder am Start. Der Balken beim Reviven, der ist so schnell oben. Das macht wirklich ultra, ultra Spaß. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt noch das Gameplay. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Wie ihr das Event findet. Schaltet auf jeden Fall nächste Woche mit ein. Und da werde ich eventuell in das neue Event mit reinstreamen. Es macht auf jeden Fall, wie gesagt, ultra Bock. So, das war's jetzt von mir. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Viel Spaß beim Gameplay. Ich bin raus für heute. Ciao. Das ist interessant. Battery, check. Vitals, I got your mom. They're the most stable. This is your champion, badass numero uno. Badass numero uno.
Contact with enemy. There's a new champion. Spitfire here. Say what? We're all inside this ring. A lead to our enemy. Enemy over there. Found extra supplies. And then more. Enemy landed close by. Opponent, far. I will.